Oh Leute, letzte Woche Freitag war es endlich soweit. CS2 ist ein Jahr alt geworden. Yay! Das Update war sicherlich legendär. Ja. Da fehlt. Also selbst ich als Legastheniker sehe, dass dein Update fehlt. Also, dass die Wolves für diesen Geburtstag nichts vorbereitet haben, noch nicht mal ein Tweet. Ich bitte dich, komm schon. Aber immerhin hat FMPwn etwas für uns in der Hinterhand. Und zwar Cash. Ich würde sagen, dass Cash zu den drei Hauptmaps gehört, die im Moment am meisten gefragt sind. Cash, Train und Cobblestone. Und immerhin haben wir FMPwn, der uns mit Neuigkeiten versorgt zu seiner Map. Ich mache meine Facecam mal weg, dass ihr die volle Pracht seht. Beim letzten Mal hatte ich schon angekündigt, dass es hier irgendwie nach Regen aussieht. Und siehe da, schon ist der Regen auch vorhanden. So wie es im Moment also aussieht, scheint es zu regnen. Was interessant wäre, denn regnerische Maps, die kennt man zwar schon von früher. Aber die hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Da darf man gespannt sein, wie das die Engine so reißt und vor allem, wie das die PCs der Leute so reißen, wenn es wirklich regnen sollte. Wir sehen hier die Sicht von T-Spawn in Richtung dieses Gebäudes eigentlich hauptsächlich, das noch nicht mal bespielt werden kann. Und hier sieht man doch schon einen gewissen Feinschliff. Also alleine am Boden, das sieht schon sehr, sehr sweet aus. Man könnte wohl jetzt damit rechnen, dass die ganze Sache vielleicht jetzt auch so bleibt. Also dass wir hier schon in Richtung einer finalen Version gehen. Die Sicht aus der alten Version sieht so aus. Hier war rechts nochmal ein großer Hangar, der im neuen Cache nicht mehr vorhanden ist, beziehungsweise zumindest hier in dieser Version nicht zu sehen ist. Hier hat er unter anderem mit diesem kleinen Bäumchen auch etwas Rot ins Bild eingebracht, das kannte man davor nicht. Also zumindest von Cache nicht, hier waren die Pflanzen eigentlich alle, wenn ich mich recht entsinne, eher grün. Für viele war die Map ja dann auch an einem gewissen Punkt zu grün. Es könnte also gut sein, dass wir hier noch ein bisschen mehr Farbenpracht bekommen, was die Pflanzen angeht, wobei da jetzt sowieso nicht so viele drauf gucken. Aber trotzdem, dieses Hintergrundrauschen, das man hat, während man rumläuft, kann dadurch auf jeden Fall positiv beeinflusst werden. Und ich finde, dass dieser gesamte Bereich bereits etwas ungrüner aussieht als dieser Bereich hier. Es könnte wahrscheinlich einfach an den Ansammlungen hier liegen am Boden. Hier in dieser Sicht gibt es zwar auch diese grünen Stellen, sie sind aber viel leichter und ja nicht so extrem bemoost wie halt im anderen Teil. Er hat also auf jeden Fall auf das Feedback gehört, dass es die Leute etwas zu grün fanden. Der nächste Bereich ist einfach ein Stück weiter vorne und zwar circa hier. Und hier fällt direkt auf, dass das ganze Ding einfach besser aussieht. Ne? Guck dir einfach mal hier, jetzt gut, die Schatten sind hier generell sehr blöd, weil das halt eine geportete Version ist. Deswegen wäre es auch etwas unfair, speziell nur auf die Schatten zu gucken. Aber alleine, wie der Boden aussieht, also auch die ungleichmäßige Höhe und wie zum Beispiel auch hier die Reifen so ein bisschen in den Boden eingesunken sind, so in die Erde oder Matsch oder was es hier eben sein soll, das sieht hier in der alten Version natürlich deutlich cleaner aus, aber nachteilig cleaner. Ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn ich hier in 1.6 reingehe, dann wisst ihr bestimmt, was ich mit clean meine. Also die Abgrenzungen zum gesamten Rest sind halt, ja, sind schon stark. Das ist hier schon ein bisschen weniger der Fall und auf diesem Bild noch weniger. Also man merkt hier auf jeden Fall auch den Fortschritt in der Engine. Hier hinter meiner Cam ist übrigens auch einfach nur Wand. Also nichts Besonderes. Natürlich passt der Boden sehr zu der regnerischen Szenerie. Schön verschlammt hier. Ich bin gespannt, wie dann auch die Sounds sein werden. Ob man da so richtige Matschepampe-Sounds hat, wenn man da rumrennt. Oder da doch nur Stein. Und dieser Eindruck wird vor allem hier vom nächsten Bild auch nochmal deutlich verstärkt. Richtig schön matschig. Und ein Baum wächst dir aus dem Haus raus. Das wäre dann diese Szenerie hier. Und im direkten Vergleich, gerade zu 1.6 zum Beispiel auch, es sieht ja viel cleaner aus. Es ist einfach alles so ein bisschen, mir fällt gerade das Wort nicht ein, steril vielleicht. Es sieht etwas arg steril aus. Und das hier ist schon viel organischer, lebendiger. Also man sieht, da sind Steinchen rausgefallen. Hier ist Matschepampe, der Baum hat seine Blätter verloren und so weiter und so fort. Es ergibt ein etwas besseres Gesamtbild. Und ich bin sehr gespannt, wie die Spiegelung hier im Wasser sein werden oder auf dem Boden. Was auch sofort auffällt, ist, dass es viel dunkler ist. Hier hinten dran ist wohl auch noch irgendwo eine Lichtquelle. Ich denke, vor allem die Beleuchtung trägt auch ordentlich zur Sterilität bei. Also hier, man hat ja zwar schon unterschiedliche Helligkeitsstufen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ne? Hier sieht das Lightning schon deutlich dynamischer aus. Natürlich auch, weil ich hinter der Person eine Feuertonne steht. Und dadurch hat man natürlich ein sehr schönes Licht hier in die Richtung. Natürlich gibt es einige, die sich bereits jetzt schon Sorgen machen, ob die Map auch richtig gut läuft auf ihrem PC. Das wird man dann sehen, wenn alles da ist. Aber ich denke, man muss sich nach wie vor von dem Gedanken abwenden, dass wir hier einfach nur CSGO haben, in ein bisschen hübscher. Es ist eine neue Engine, es ist mehr oder weniger ein neues Spiel, nicht wirklich, aber dann irgendwie doch. Und 10 Jahre alte Rechner plus, da wird es halt dann echt schwierig, das ja dann normal spielen zu können. Ich weiß, dass Counter-Strike grundsätzlich eine Spielreihe ist, von der man eigentlich immer gesagt hat, es läuft auf jedem Toaster kannst du das Spiel spielen. Und du kannst es sicherlich auch, also CS2 auf einem recht alten PC spielen, aber dann sehr, sehr schlecht. Und womöglich sollte man halt dann langsam darüber nachdenken, nicht doch mal abzugraden. Was aber nicht heißt, dass die ganze
Performance-Geschichte irgendwie die Schuld der PC-User ist. Das Spiel ist nach wie vor für viele Systeme nicht perfekt optimiert und viele Leute haben große Probleme mit einem guten PC trotzdem genug FPS haben zu können. Ich hoffe natürlich, dass die Volvos schön weiter optimieren, dass das Spiel auch wirklich auf dem letzten Kack-Möhrenrechner mittelmäßig gut läuft, anständig, sage ich mal, gut läuft. Aber ich denke, es gibt Dinge, da kann man einfach nicht darüber hinausgehen. Also irgendwann wird es halt so, dass man so einen großen Nachteil hat, weil man so vieles ausschalten muss und dann manche Vorteile, die andere haben, halt nicht hat. Und dann ist es schwierig, alleine was jetzt Schatten zum Beispiel angeht oder halt Beleuchtung. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr erfreut, dass FMPwn scheinbar gut vorankommt mit seiner Map. Wenn ich jetzt mal zusammenzähle, haben wir bereits A-Side gesehen, Highway, Main, B, ich glaube auch Bereiche vor B, den T-Spawn mit den eben gezeigten Sachen, Mitte, Checkers natürlich noch, also B, den ganzen B-Bereich haben wir gesehen. Es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ich denke, er hat jetzt Stück für Stück die gesamte Map einmal drüber gejodelt und wenn er dann so mit dem Main-Gerüst fertig ist, ich meine, was heißt Main-Gerüst, der macht da jetzt schon ganz viel mit Lightning und mit Wetter und so weiter und so fort, aber wenn er dann einmal die ganze Map überrödelt hat, dann geht er wahrscheinlich nochmal an das Grundsetting, also wie soll es jetzt schlussendlich sein, soll es regnen, soll es nicht regnen, soll der Boden nass sein oder nicht, wie ist die Tageszeit und so weiter und so fort und darauf dann wiederum das Lightning abstimmen und wenn er dann soweit ist, gut, Sounddesign natürlich auch, ich weiß nicht genau, wie das abläuft, wie man auf der neuen Map mit diesen neuen Sachen Sounddesign macht. Du hast früher, wenn du Maps gebaut hast, Material X benutzt. Das hatte dann eben auch seinen Laufsound, wenn du darauf rumgelaufen bist oder gesprungen bist, gelandet bist und so weiter und so fort. Aber er hat jetzt ja auch schon selbst gesagt, er muss ganz, ganz viel neu machen. Eigentlich so gut wie alles. Auch für Terra hat er so gut wie alles einmal neu gemacht. Und gut, dann muss er vielleicht noch die Soundabstimmung machen. Aber dann ist er fertig. Naja, das wäre es dann schon wieder soweit gewesen. Wir machen jetzt noch ein Giveaway und lösen auch noch eins auf. Let's go. Es gab einmal eine Farmers Rapid Eye Movement für euch. Und in diesem Video hatte ich euch gefragt, ob ihr auch das Feeling habt, dass das Matchmaking-System besser geworden ist. Zu dem Zeitpunkt hatten wir, ich glaube, ein oder zwei Wochen irgendwie am Stück ganz oft solche 15-15 Spiele oder ganz knappe Wins, ganz knappe Loses und fast keine Überfahrten mehr und haben auch fast keinen mehr überfahren. Es hat sich so angefühlt, als hätten wir wie so das perfekte Matchmaking erreicht, weil die Gegner eigentlich immer genauso gut waren wie wir. Und da hatte ich euch gefragt, ob das euch eben auch so aufgefallen ist, ob die Spiele bei euch auch irgendwie knapper geworden sind. Vielen Dank für 133 Kommentare. Die Frage zum Giveaway war, die eben erwähnte, ob euch da auch was in die Richtung aufgefallen ist. Gewonnen hat Schlitzer McGurk. Haben gestern nach ca. 4 Wochen mal wieder gezockt und auch festgestellt, dass die Gegner machbarer waren. Hatten das vorher schon öfter. Du hast somit gewonnen. Schreib mir bitte hier unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und füge deinen Trade-Link, wie bereits geschehen, sehr schön deiner Kanalinfo hinzu. Optimal. Und heute hauen wir dann eine schöne Max 7 raus, und zwar die Monster Call. So ein geiles Ding. Die könnt ihr gewinnen, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Und zwar, wenn ihr auswählen müsstet, ob Cash zuerst kommt oder Train oder Cobblestone, welche der drei Maps würdest du wählen? Haut es in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit im Giveaway dabei. Ich möchte mich ja nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die letzten Freitag im Stream waren. Es war so nice. Ihr wisst ja, ich war davor unterwegs in Berlin und die Heimfahrt und alles, war alles ein bisschen stressig, wenig gepennt und sowas. Und dann kam noch der Stream und ich wusste, ich muss die Nacht noch durchballern. Und es war aber so sweet. Wir haben so schöne Spiele gehabt. Ihr wart so wie immer so nice einfach. Es war einfach geil. Es hat einfach Bock gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Wer beim nächsten Mal mit dabei sein möchte, kann das gerne machen. Morgen ist der nächste Stream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und vergesst nicht, wenn die Volvos schon nichts zu ihrem Geburtstag von CS2 machen, machen wir immerhin einen Geburtstagsgeschenk an euch. Und zwar gibt es einmal eine Desert Eagle Fennec Fox zu gewinnen im Livestream. Der Stream ist in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach draufklicken und schon mal folgen, wenn ihr Bock habt. Und dann bin ich, wie gesagt, dreimal die Woche live. Und da könnt ihr gemütlich mitmachen. Noch habt ihr 2 Wochen Zeit. Und ja, alles ist im Stream erklärt. Kommt rum. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder morgen im Livestream am Dienstag ab 18 Uhr. Haut rein. Bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf